Hallöchen und herzlich willkommen zu einem Let's Test vom Bus Simulator 2008 von der Demo-Version. Ja, eine Bus Simulator Demo. Ich wollte nur mal einen Bus Simulator testen, am besten die Demo. Und 2008 war das neueste und dann dachte ich, ich mache mal einen Let's Test dazu, darüber. Und gucke mir erstmal die Steuerung an. What the fuck? Okay, gut. Das kann ich nicht alles merken. Okay, ein paar Hupen. Okay. Ein paar Sachen habe ich mir jetzt gemerkt, aber das ist ja unfassbar. Was verlangen die von einem? Das ist doch nur eine Demo-Version. Also. Bester Name, Let's Test BS08. So, und dann, ich hatte schon mehrere Versuche und deswegen weiß ich, was ich jetzt machen muss. Bus Simulator, genau. Dann den Bus aktivieren, das muss ich auch noch machen. Bus ist einsatzbereit gemacht. Bitte warten. Der Bus Simulator wurde aktiviert. Der Bus wurde aktiviert. Und bei der nächsten Fahrt zum Einsatz kommen. Und wird bei der, ja. Dann Linienverkehr und Linie 1. Strecke fahren. Fahrpreis festlegen. Nein, Fahrpreis festlegen. So, das ist ein schöner Fahrpreis, den nehmen wir auch. Und jetzt starten wir dieses Let's Test vom Bus Simulator 2008. Das ist schon 4 Jahre her, wir haben jetzt 2012, naja, also ist schon etwas älter, würde ich sagen, ne? So, und dann fahren wir mal los. Scheiße, ich bin. Aha. 50 Euro Strafe, minus 41. Okay. Das ist jetzt ein bisschen dumm. So, alles einsteigen. So, jetzt beeilt euch. Boah, komm, diesen Minusumsatz kriegen wir noch weg. Mann! Ich dachte, wir kommen noch in den Busbereich, aber egal. Nächste Haltestelle. Da kommen wir dann. So, in diesem Bus gibt es auch keine Ansagen. Oder? Ich glaube nicht. Oh, rot. Dach, hallo. Warum redet er nicht mit uns? Ups. Ja. Boah, mit 50 km/h über die Straße saus. Nein! Boah, das war rot, ja. Wir sollten eigentlich die SVO beachten und, naja. In der Fahrprüfung werde ich sowas natürlich nicht machen. Ja, und alle steigen aus, weil sie keinen Bock haben, bei einem Typen zu fahren, der mit roter Ampel, der über eine rote Ampel fährt. Ja, okay, gut. Sehr gut. Lesen wir alles mal und dann fahren wir los. Nächste Haltestelle, Blauregenweg. Was? Okay. Der Blauregenweg ist sehr nah. Muss ich echt sagen. Der Blauregenweg ist sehr nah an der am Neigmannsfeld. So, ganz schön aufmachen und jetzt groß alle reinkommen. Ich muss noch in den Busbereich kommen mit dem Umsatz. Alle rein da, auf. Boah, schneller Mensch. Es sollen mehr Leute da sein. Oh. Ah, ja, komm jetzt auf. Mensch, fahr doch mal. Geht doch. Und jetzt kommen werd grün. Sehr schön. Ah, das freut mich. Und die Karte einschalten, habe ich vergessen. Ein bisschen seitliche Ansicht habe ich gerade gemerkt. Habe ich gerade ein bisschen falsch gemacht. Okay. Mach das mal so. Und es ist rot und wird auch grün. Oh, grüne Welle. Was ein Glück, wie wir es gerade haben. Müssen wir nicht anhalten. Und? Ah, nein! Sorry, Leute. Ich hupe, weil ich um Vergebung bitte.
Nein! Ah, geht doch. So, alles einsteigen. Hier am Karpfenweg. Auf ihr Karpfenweg, ne? Alle einsteigen. Häusen und... Ja, im Plusbereich. Sehr schön. Wir müssen doch nichts mehr verlieren. Und rein da, Mensch. Alle warten auf sie. Wir müssen jetzt losfahren. Rote Ampel. Dann müssen wir stehen bleiben. Ach Mann, warum müssen da die Menschen stehen? Ich habe so Angst, sie zu überfahren. Von dem ganz nah hier lang. Ganz langsam. Dass wir niemanden überfahren. Und da ist die nächste Haltestelle davor. Ah! So, jetzt konzentrieren und vor der Ampel stehen bleiben. Ah, sehr schön. Und ist wieder grün geworden. Nächste Haltestelle, Lange Wiesener Straße. Und wir sind schon da. Und stoppen. Stoppen. Nein, zu früh gestoppt. Stoppen. Alles einsteigen. Los. Alle rein, Mensch. Ich glaube, das ist auch die einzige Mission, die wir machen können. Oder? So, sehr schön. Alles sind drin und dann fahren wir weiter. Ach nö. Bitte nicht. Hätte ich jetzt mehr als 46 Euro würde ich einfach über Rot fahren, aber egal. So, und endlich. Und nächste Haltestelle, Kirchplatz. Und da ist der Kirchplatz. Sehr schön. Ah! Ich bitte um Vergebung. Erbarmen. Zu spät, die Fresse kommt. Ah, jetzt alle einsteigen. Und wir sind schon sehr spät dran, aber das juckt mich nicht, weil das ist mein Test, eine Demo. Und ich bin sowieso ganz, ganz schlecht mit dem Spiel, weil ich hab Schüsse mit dem Spielen. Generell nicht mit Autos spielen. Ah, Fahrt erfolgreich, beendet. Der Umsatz wurde gut geschrieben. Ah, sehr schön. So, Ihr Highscore wird eingetragen. Bitte warten Sie einen Moment. So, Linienverkehr. Okay, gut. Okay, wir könnten diese Strecke nochmal fahren, aber da das ziemlich langweilig ist, ja. Nee, das ist echt langweilig jetzt, also, oder? Wir könnten die Strecke nochmal fahren, aber es wäre langweilig, ne? Also, würde ich sagen, wir beenden dieses Let's Test, weil das ja nur ein kurzes Let's Test war, weil nur eine Sache freigeschaltet war. Schade eigentlich. Naja, aber ich kann diesen Bus-Simulator nur jedem empfehlen. Ich habe gehört, im Bus-Simulator 2012 kann man, glaube ich, durch den Bus laufen oder irgendwie sowas. Oder aus dem Bus aussteigen kann man da. Im 2012er kann sich jeder kaufen. Es gibt so eine Seite, ich glaube Games Rocket, da kann man sich kaufen. Wenn ich weiß, wo man sich kaufen kann, wird der Link in der Beschreibung sein. Ich weiß es nicht. Also der Link von der Demo hier von 2008er und halt die neueste Version vom Bus-Simulator. Okay, gut. Im Moment ist die 2012-Version. So, dann würde ich sagen, ich verabschiede mich. Ja, brauche ich nicht speichern. Leck mich am Arsch. Und dann zeige ich euch mal das Impressum. Hier, Ice Bites Contendo Lead Design, aha. Alles Deutsche, außer diesen Dan Silverman oder Dan Silverman, wie auch immer. David Hertel, das ist wohl ein Österreicher. Ja. Okay. Highscore. Kann ich da online fahren? Also man kann da online fahren, ja. In der Demo bestimmt nicht. Okay, gut. Dann sage ich
tschüss Leute, dieses Let's Play war kurz und schön. Ich meine Let's Test. Das war super, ich freue mich. Tschüss. Bis zum nächsten Let's Play oder Let's Test von irgendeinem Spiel. Wir werden sehen. Oder bis zu einem Eintracht-Video. Kann ja auch sein. Also, ciao.